Ja, hallo, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Einiges hat Wolfgang schon gesagt, nämlich den letzten Teil meiner Ausführungen zu den Netzwerken, zu den Verquickungen von, weiß ich, Atlantikbrücke, Journalismus und so weiter. Das kann ich mir sparen. Ich werde versuchen, ganz schnell zu reden. Mein Thema war ein bisschen nachdenken über die Berichterstattung des Friedenswinters in den Medien. Dazu möchte ich in aller gebotenen Kürze vier Punkte ansprechen. Wer berichtet was? Einzelne Anwürfe. Warum kann ich mir fast sparen? Hat Wolfgang viel zu gesagt. Und was tun? Etwas andeuten. Ich stütze mich dabei zum Teil auf einen Artikel oder eine Auseinandersetzung, über was Gerd und ich geschrieben haben, zur wiederdenunziatorische Kommunikation. Volksfront statt Querfront, glaube ich, so ungefähr heißt das. Also wer berichtet was? Es berichten nicht die Medien, die uns gehören. Die haben überhaupt nichts berichtet. Das sind die Öffentlich-Rechtlichen, für die zahlen wir, von denen habe ich mein Geld immer verdient. Die gehören uns, die sind öffentlich-rechtlich konstruiert. Aber die haben sich inzwischen sowas von abgeschottet gegen die Meinung der Bevölkerung. Eigentlich war die Ukraine-Berichterstattung ja auch so ein Hammer, wo zum ersten Mal überhaupt sich Rundfunkräte mit den Beschwerden der Bevölkerung befasst haben, dass sie einfach kein Wort mehr glauben. Und das ist für mich schon eine der Schlussfolgerungen. Die Medien, die uns gehören, müssen wir viel mehr unter Druck setzen, dass sie über die Fragen berichten. Berichtet haben hauptsächlich Taz, FR, Berliner Zeitung, Tagesspiegel und ND. Das ist ganz interessant, dass diesmal als Speerspitze der Auseinandersetzung im Friedenswinter, die ja auch keine richtige Auseinandersetzung war, nicht so sehr Spiegel Online und so eine Rolle gespielt haben, wie das sonst der Fall ist, Fokus, sondern diese zielgruppenorientierten Zeitungen, die auch ein linksliberales oder liberales Image noch haben, die haben sich hauptsächlich in Tüttelchen verdient gemacht, um eine Berichterstattung, wie wir sie selten hatten, in einer Niveaulosigkeit, die nicht mehr zu unterbieten ist. Die Gemeinde ist die einzige Zeitung, die wenigstens grundlegenden journalistischen Maßstäben gerecht geworden ist, das ND, indem sie einmal Pro und Contra veröffentlicht haben, nämlich beide Seiten im Originalton, also der Kritikerin aus der Friedensbewegung und dem Teil der Aktiva im Friedenswinter, einmal im Originalton beide konfrontiert haben. Man hätte sich ein bisschen mehr Engagement von der linken Zeitung, die auch übrigens der Linken gehört, gewünscht. Das war leider nicht der Fall. Aber zumindest haben sie im Unterschied zu allen anderen Zeitungen auch ab und an Menschen, aktive Trägerinnen oder auch Kritiker, Kritikerinnen im Originalton gebracht. Alle anderen haben den Originalton vermieden. Die FR ist jetzt am 30.01. hat sie einmal eine Kontroverse von Rainer Braun und Paul Schäfer gebracht. Das war es dann aber auch. Ansonsten hat sich die Berichterstattung ohne Bezug auf Inhalte und die Ursprünge stattgefunden. Es wurde nie zitiert aus dem Aufruf. Es wurde nicht wirklich darauf eingegangen, welches die Motive der Teilnehmenden waren, wodurch auf einmal ein Protest in der Bevölkerung ein bisschen entstanden ist, sondern es wurde nur geredet über, jetzt nenne ich auch die Themen, Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Leute, die schematische Feindbilder haben, Holocaust-Leugner, Nazi-Nähe, Nationalisten und eine falsche, nämlich abstruse Kapitalismuskritik. Und das von so linken, kapitalismuskritischen, friedensbewegten Zeitungen, wie ich sie genannt habe, zusätzlich noch Spiegel, Fokus, Zeit und so weiter, die in ernstem Sorge um die rechte Kapitalismuskritik, also ihre Leute an die Schreibtische geschickt haben. Ohne Bezug auf Inhalte und den Anlass, das hat mich erinnert an eine Untersuchung, die wir mal gemacht haben
in einer Auseinandersetzung um die Partei Die Linke, 2012 war das, da gab es mal wieder irgendwelchen Knatsch, ich weiß den Anlass schon gar nicht mehr. Da haben wir recherchiert, dass in dieser Auseinandersetzung natürlich auch Sarah Wagenknecht eine Rolle gespielt hat. Und in 3 Wochen wurden 144 Artikel dazu geschrieben in den Printmedien. Und in den 144 Artikeln tauchte in 6 eine inhaltliche Position von Sarah auf, davon in 3 mit einem Satz. Also das Schema haben sie geübt, das haben sie auf den Friedensminister jetzt auch angewendet. Inhaltsleer wurde auch in einigen linken Zusammenhängen, auf die ich besonders jetzt eingehen werde, diskutiert, wo auch die Aufrufe kaum eine Rolle gespielt haben, wo Personen stigmatisiert worden sind und die Inhalte untergeordnet waren. Ich fange mal mit einem linksliberalen Blatt an, dem Freitag. Der schrieb am 18.12., das heißt nach der Demonstration, angenehm still war es um die obskuren Versammlungen der Mahnwachen für den Frieden geworden. Angenehm still, schön still im Land, angenehm still. Die waren nämlich, die obskuren Mahnwachen waren Treffpunkt für allerhand friedenbewegte Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Reichsbürger und volltätowierte Nazis mit heruntergelassenen, nein, nicht Hosen, sondern Hemdsärmeln. Das ist eine Diktion, die lässt mir das Blut gerinnen. Angenehm still. Und einfach völlig, und das war nach der Demonstration in Berlin. Sie fangen aber an mit ihrer komischen, obskuren Wahrnehmung der Dabs-Mahnwachen. Sie berichten über was ganz anderes und nicht über die Demonstration in Berlin. Dann sagen sie, weiter marschieren will die Friedensbewegung. Das soll, ne? Will weitermachen. Daraus wird ein Schaulaufen gegen die USA, das Finanzkapital und Israel werden. Wahrscheinlich so einfach wie dieses Mal. Einmal vorab pauschal von neurechten Antisemiten, Reichsbürgern distanzieren und dann weiter im Programm. Also es wird unterstellt, dass alles weiterhin rechts unterwandert wäre und dass man nur pro forma da mal schnell sagt, wir distanzieren uns, aber man distanziert sich nicht wirklich. Das ist die Art der Stigmatisierung. Und ich muss jetzt hier immer meine Zettelchen, weil ich so viel zitiere, das ist ein bisschen blöd. Aber trotzdem muss ich ihn dann sortieren. Also es hat sich ganz pauschal, hat sich so etwas Ähnliches wie im Freitag in der gesamten Medienlandschaft festgesetzt. Also zur Friedensdemo berichtete die Taz, Frieden der Wirrköpfe, Überschrift. Darunter auch Verschwörungstheoretiker, Antisemiten und Neurechte jeglicher Couleur. Die Zeit, Friedenswinter, dass man sie bis nach Moskau hört, überschrieben. Was für eine Mischung, Altkommunisten, Neurechte, linke Abgeordnete und Gewerkschafter demonstrierten gegen Gauck. Oder aufs Boden, Friedenswinter, Protestbündnis ruft zum Marsch auf gegen Gauck. Auf die Straße gehen, das Bündnis versammelt Putin-Fans, Pazifisten und Verschwörungstheoretiker. Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau schreiben, darunter viele Verschwörungstheoretiker und Paranoiker. Der Tagesspiegel schreibt, 2000 Verschwörungstheoretiker, rechte, linke und offenkundige Wirrköpfe trafen sich und so weiter. Das ist die Art der Nichtwahrnahme dessen, was überhaupt geschehen ist. Es deutet sich eine völlig gleichlautende Berichterstattung an, als ob die einen Journalisten beschäftigt hätten, der alles beschrieben hat. Und völlig unabhängig von dem, was auf der Demonstration in Berlin passiert ist. Jemand, der da war, kann so etwas nicht schreiben. Als besonders
wertvoll hat sich herausgestellt eine Argumentationslinie, die sagt, das sind Antisemiten, weil es gibt Israel-Kritik. Dann gibt es da eine obskure Kapitalismuskritik. Regressive. Die hängt zusammen auch mit dem Anti-Amerikanismus und das wird alles zur Verschwörungstheorie und das wird ein schematisches Feindbild. Diese Argumentation ist entstanden im Jahr des ersten Irakkrieges, ich glaube das war 2003, oder? Ich habe das jetzt gerade mal vergessen. 2003. In der Argumentation, also des ersten Irakkrieges, in der Argumentation gegen Attac. Genau das ist in den großen Demonstrationen, die noch gegen den Irakkrieg waren, Attac vorgeworfen worden. Israel-Kritik. Eine viel zu starke Kritik des Finanzkapitals. Das ist auch schon fast antisemitisch. Verbunden mit einer USA-Kritik wird das alles verschwörungstheoretisch und hat mit Demokratie und Protest nichts mehr zu tun. Das, was diese Kampagne, die ist seitdem man gegen Günter Grass und so weiter, gegen viele immer verwendet worden und die ist immer verfeinert worden. Im Friedenswinter ist sie zu meinem großen Erschrecken, und ich bin Mitglied der Linken und ich bin aktiv da, ist sie von daher perfektioniert und verfeinert worden, dass die kritischen Stimmen innerhalb der Friedensbewegung und innerhalb der Linken, also die Zeuginnenschaft von innen, von Anfang an eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Es ist doch für mich ganz erstaunlich, dass ein Parteivorstand der Linken, von dem, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, unterstelle ich mal, wahrscheinlich kein einziger auf einer Montagsmahnwache war, ich war zu dem Zeitpunkt schon auf Montagsmahnwachen im Mai, haben die festgestellt, dass das eine obskure Versammlung von Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort, die ganze Litanei runter und dass deshalb keiner sich mit denen irgendwie was zu tun haben darf. Immerhin. Und wenn ein Parteivorstand sowas beschließt, es gab Gegenstimmen zur Ehrenrettung, wenn ein Parteivorstand sowas beschließt, hat das natürlich eine Zeuginnenschaft, die jede Zeitung dann übernehmen kann. Und das hat sich fortgesetzt, denn zum Beispiel dieser ganze Nazi-Vorwürfe, ne? Ken Jebsen, ne? Wissen wir ja alle, ist also ganz offen, ne? Ja. Das wurde ja zum Teil dann bewiesen, aber mit Lügen. Also nicht nur nicht zur Kenntnis nehmen, dass der Rausschmiss aus dem RBB aus ganz anderen Gründen erfolgte als aus sogenannten Antisemitismus. Das war ja, hätte jeder nachlesen können. Aber Ken hatte auch seine Position, wo er mal unbedacht von der Endlösung, was wirklich eine sehr ungünstige Formulierung ist, der Palästina-Frage geredet hat, hat er sich längst entschuldigt und distanziert. Aber es wurden Beweise herangezogen, wo Zitate regelrecht gefälscht wurden. Und zwar auch von linken Politikern, die Funktionsträger sind, die sozusagen das dokumentiert haben mit Fälschung. Und da, finde ich, hört alles auf. Wie viel Zeit habe ich noch? Backup, ne? Und ich denke, ich breche jetzt einfach ab. Ich denke, Argumentation, die vor regelrechten Fälschungen von Zitaten nicht zurückschrecken, haben sich selbst disqualifiziert. Ich finde es ganz wichtig. Ich finde es ganz erschreckend, dass man auch in einer linken Auseinandersetzung eine Personalisierung der Auseinandersetzung führt, die die Leute mit Vorwürfen wie Nazi, Antisemit und so weiter, die normalerweise das politische Aus von Menschen bedeuten. Und das geht ja so weit, die gerade da sitzen, man braucht nur zu Lea Frings zu sagen, die arbeitet für Russia Today.
Ja, und die Frau, das spricht schon für sich angeblich. Und ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Müssen wir uns völlig abgrenzen, und ich stimme Rainer sehr, sehr zu, dass wir heute einen großen Schritt machen, wieder von uns, auch wenn vielleicht noch nicht alle mitmachen in der Friedensbewegung, aber zumindest die, die hier versammelt sind, dass wir wirklich versuchen, eine liebevoll zugewandte, eine solidarische und interessierte Debatte zu führen, die uns dann auch stärkt, die wirklich schwierigen Kämpfe, die wir vor uns haben, gut zu bestehen und dabei eine Ausstrahlung zu gewinnen. Applaus